sind live. Ja, Mann. Oder? Ja. So. Aber, Freunde, ich sage dazu gleich mal eins. Ich unterhalte mich noch nebenbei mit meinem besten Freund über WhatsApp. Also ich kriege das nebenbei mit, wenn er mir eine Audio schickt. Ne, erstmal, ich begrüße dich ganz herzlich zu Vigo. Und ich weiß nicht, was mich erwarten tut. Aber rein theoretisch, aber nur rein theoretisch, müsste Vigo sein wie extrem, also Attack von Tarkov. Von der Spielweise her. Ich habe beide Spiele nicht gespielt. Mahlzeit, grüße dich. Auch an dich erstmal ein recht herzliches Hallo. Und willkommen zu Vigo. Und wie ich ja schon als erstes gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was mich in Vigo erwartet. Ne? Ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Ich habe mir zwar ein paar Videos dazu angeguckt über YouTube, bin ich ehrlich. Ne, ein bisschen hat es was von Escape von Tarkov. Aber ja. Aber auch an dich. Ich rede auch nebenbei mit meinem besten Freund über WhatsApp. Nur, dass du dich nicht wunderst, was das denn für eine Stimme im Hintergrund sein wird. Ne, wir werden wahrscheinlich erstmal so im Ladebildschirm sein. Also so wie ihr das jetzt seht im Hintergrund, weil ich mit meinen Kollegen darüber rede, ob das Spiel, also jetzt Vigor, Cosplay hat. Weil in-game kann man sich ja über, ich glaube, kann man sich unterhalten, aber es müsste eigentlich auch Cosplay haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen. Okay. Ah, das ist die Sprache. Ah, okay. Digga. Lassen wir auf 50 Untertitel. Zielumkehrung an. So. Unreal. Ja. So. Daten werden geladen. Auch die Add-ons, die ich mir geladen habe. Weil das wäre ja schon mal gut zu wissen, weil ich erstmal in die Einstellung möchte mit euch. Ne? So. Okay, es. Okay. Digga, warum lädst du denn so hart? Köpfe werden synchronisiert. Okay. Digga. Du sitzt ja nicht der Hohenkobold, Alter. Fuck mich doch nicht ab, Mann. Digga. Ich bin heute schon genug geladen. My Gradient. My Gradient. Ach, mein Garten. Ja, Englisch ist nicht so meine Stärke, Freunde. Aber drücke R1 und. Okay. Bitte warten. Please hold the line. Dan 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 dan. Please hold the line. Dan 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 dan. Oh Scheiße, ich hab ne Klatsche, Freunde, ne? So. Team. Ja, alles klar. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Es macht zwar nicht viel her, aber ich bin sicher, dass sich das noch schon bald ändern wird. Dann wollen wir mal loslegen. Alles klar. Ja. Oh Digga, du hast mir gerade eine Nachricht geschrieben, aber die kam nicht durch. Ich hab nichts gesehen. Warte. Cosplay kommt Ende des Jahres, aber warum steht dann drin, dass Cosplay schon drin ist? Warte mal.
Wo kann ich das machen? Steuerung, Spiel, ne? Aber, hä? Warte mal, hier. Ah, okay, jetzt ist ganz kurz unterbrochen. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ah, okay. Okay. Guck mal, wenn du noch deinen PlayStation-Account hättest, ne, wäre das gar kein Problem, dann könnte ich dich so problemlos einladen. Ne? Dann könnten wir uns auch unterhalten. Deine Vigo-ID. Ja, nee. Lizenz. Warte mal, es hat gerade kurz bei mir geklingelt. Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. So, warte mal. Alle Spieler gespielt? Nein. Battle Pass? Warte mal. Ach ja, Digga, ich muss gleich ganz kurz einmal auch wahrscheinlich weg. Weil, wie du ja mitgekriegt hast, das gerade bei mir gebimmelt hat. Es kann sein, dass ich wahrscheinlich mir gleich noch eine andere Wohnung angucken werde. Okay, was ist das hier? Beet. Stufe 0 von 13. Beet 2. Okay, warte mal. Aber warum ist die Hütte so eingerichtet? Ich habe den Charakter nicht so gemacht wie... Hä? Warte. Digga, du schreibst mir Nachrichten. Man schreibt mir Nachrichten, aber die kommen nicht durch. Ich muss den Stream immer wieder ausmachen und neu zeigen. Warte, okay, okay. Und wo auch da bei dir. Was? Was? Digga, ich habe gerade gesagt, ich muss gleich kurz mal los zu meinem Gärtner. Also, dass ich mir quasi noch eine Wohnung angucken kann. Und du schreibst, okay, okay, bei dir. Hä? Bist du jetzt bei mir in der Nähe oder was? Ja, dann komm vorbei, dann mache ich die Tür auf. Ganz einfach. Aber wie das aussieht, ne? Eiskalt, Alter. Aber wo kann ich die Waffen sehen, was ich habe? Ah. Okay. Ja. 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 Ey, das ist so ironisch, ne, dass ich jedes Mal das Fenster zumachen muss, um den Stream zu sehen, was du unten im Keller. Wie, bist du bei mir im Keller oder was? Aber du hast ja selber gesehen, den Bericht, den ich dir geschickt habe, ne? Ja, Mahlzeit, grüße dich und erstmal herzlich recht willkommen zum Vigo-Stream. Ich weiß nicht, was wir hier machen müssen,
Ich habe keine Ahnung. Ich spiele das Spiel heute zum ersten Mal. Aber ich muss dazu sagen, ich müsste auch gleich ganz kurz einmal weg, dass wir auch zum Beispiel, wenn ihr Tipps... What the fuck? Was passiert denn jetzt? Dass ihr zum Beispiel, wenn ihr Tipps und Tricks habt, mir einfach sagen könnt, wie, was wir am besten machen müssen. Und dass ich dann weiß, aha, so und so. Das ist eine Runde, die losgeht? Ich habe doch gar keine Runde los. Digga. Warten auf Spieler. Also so wie Attacks von Tag auf. Also wenn man stirbt, ist alles weg. Okay. Ja, aber ich kann nichts machen. Ich muss weg eigentlich. Ich muss. Ja, aber trotzdem, das Spiel müsste eigentlich Crossplay haben, ne? Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil sonst lösche ich das wieder, ganz ehrlich. Die Versicherung. Okay, warte mal, das untere. Okay, ich habe jetzt zu spät gemacht. Nur das untere, die Versicherung. Ah. So, aber ich muss jedes Mal den Stream ausmachen, also minimieren, dass ich deine Nachrichten lesen kann. Was ist das? Ja, das für 60, das habe ich gerade gesehen. Okay, das ist all. Warte mal, womit kann ich auch visieren? Oder geht das nicht? Weil ich höre vor mir Schüsse, deswegen. Weil jetzt habe ich das gleiche Problem wie im Battlegrounds. Dass ich nicht anvisieren kann. Und dass ich jedes Mal den Stream minimieren muss, um die Sache, den Chat zu lesen, ne? Aber wie? Okay, das ist das Waffenrad. Ja. So wechsle ich die Waffen. So lade ich nach. So lege ich mich hin. So springe ich. Das ist die Karte. Ah, vor mir, 107 Meter. Aber wie kann ich ins Visier gehen? Wie kann ich ins Visier gehen? Warte mal. Hier vorne ist einer. Der schießt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Meter. 30? Wo bist du hier, mein Freund? Da hinten. Warum kann ich mich nicht mit... Ah! Komm her hier. Nein. Hier hinten ist der. Hier irgendwo... Warte mal.
Ja, dann machen wir das die ersten 10 Minuten. Ne, würde ich dann so sagen. Dann sage ich gleich meinen Gärtner, wo dass ich noch 10 Minuten gestreamt habe. Dann weiß ich ja genau, er ist gleich am Start. Warte mal, kann ich auch mit? Ah, oh, wie geil! Wie geil! Kann ich auch mit? Ja, Bruder, geil! Warte mal, das ist meine Markierung, ne? Habt ihr ihn gesehen? Hier hinterm Baum ist er. Komm raus, ich hab dich gesehen, mein Freund. Ich hab dein Arschloch gerochen. Da läuft er. Habt ihr ihn gesehen? Digga. Warte mal. Ah, so kann ich markieren. Warte mal. Was ist das denn? Ich will die Karte aufmachen, du Homo. Warte mal. Hier bin ich. Hier ist der Gegner, den ich gesehen habe. Oder was ist das? Nein! Ja, das Haus habe ich ja hier gesehen, weil, guck mal, er ist genau da, wo ich gestorben bin. Ne, genau hier am Baum stand er. Ich habe ihn genau gesehen. Und dann bin ich gestorben, weil ich runtergefallen bin. Guck mal, er läuft auch zu mir hin. Er läuft zu mir hin. Digga, weiter hoch, dann jetzt kriegst du meine Kiste mit der AK und der K98. Hat er sie schon? Ja, er hat sie. Ja, Digga. Ja. Nico, 77.000. Ja, hör zu. Die K98 ist scheiße, wechsel wieder um. Alter, der hört das sogar. Guck mal, und ich hab kein Cosplay. Angeblich gibt es ja kein Cosplay und ich spiele auf Cosplay. Digga, wechsel bitte deine Waffe. Nein, nicht weg, nicht dein Medikit. Waffe, bitte wechsel deine Waffe. Weil, Digga, du hast es gerade zweimal mitgekriegt, dass ich zweimal gesagt habe, er soll die Waffe wechseln, er hat sie gewechselt. Das war kein Zufall, Alter. Oder dass er genau dahin gelaufen ist, wo ich sterbe, Alter. Ja, das weiß ich ja wegen. Ja, das weiß ich noch. Sorry, Mikro war gerade kurz weg. Wegen der Versicherung, was du mir ja da gesagt hast, das letzte. Das weiß ich noch, wo du das ja gespielt hast. Weil, oh, hast du das auf der PlayStation gespielt und du warst ziemlich weit, wo du gesagt hast, dass du jedes Mal Münzen kriegst dafür? Ja, übel eigentlich.
Ja, übel. Alles fertig? Ja, nice. Ja, das ist übel. Ja, Mann. Ah, trotzdem, mein Gärtner schreibt auch schon, wo bleibst du? So. Ja, einmal rausgehen da. Egal, scheiß drauf. Egal. Geht's nachher einfach weiter. Aber eigentlich müsste das Spiel Cosplay haben, weil du hast ja selber mitgekriegt gerade, ne, ich habe nichts angeschaltet oder sonst was und habe mit dem Typen geredet. Weißt du, ich meine? Okay. Ah. Also gibt es hier auch sowas wie ein Scoreboard? Kopfschüsse, Kills, geborene was? Ressourcenwerte. Okay. Aber das hat eine ganz schön extreme Ladezeit, Alter. Medaille freigestaltet, Todesstrafe. Was ist das denn? Aber wärst du denn gleich wieder am Start? Weil ich bräuchte eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Okay. Ah. Okay. Du hast bestimmte Merke des XP gesammelt. Diese Erfahrungspunkte sorgen für Fortschritt im Battle Pass. Sobald du eine Stufe erreicht hast, warten nützliche Belohnungen auf dich. Der Premium-Abschnitt bietet dir außerdem kosmetische Artikel sowie Blaupausen für neue Waffen und Ausrüstung. Okay. Ah, also nur eine Tarnung. Und hier krieg ich gleich die Waffen. Ah, nein, hier krieg ich die Munition. Ah, okay. Okay. Ja, die sieht man ja im Ladebildschirm, die Waffe. Kommen wir weiter. Wie kriegen wir Munition? Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir das so überlege. Ach, du kannst sogar aussuchen zwischen der Munition und der Waffe. Damn. Also kann man Endeffekt sich entscheiden, willst du die Waffe oder die Munition nehmen? Ah, ich bekomme beides. Geil. Nein, 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 geh mal zurück. Kann man sie sich auch angucken? Nee. Ah, nein. Wo ist die Sniper? Wo ist die Sniper?
hieß die. Ja, sieht eigentlich schon brachial aus, ne? Wenn man sich das so überlegt. Hier ist die. Komm, geh weiter. Hier kommt die. Hier ist die Sniper. Also ist das so, also kann ich mir die Panzerplatten jetzt wie bei in Warzone vorstellen oder wie? Boah, Mashallah, die Aug. Und jetzt wieder am Anfang. 50 Stufen. Okay. Digga, ja, alles gut. Ich bin gleich auf dem Weg. Ich bin noch gerade kurz am Stream. Mach den Stream auf, dann weißt du, welches Spiel. Also bitte warte kurz. Digga, was ist das hier? Hä? Wo war? Hä? Hä? Wo war ich denn da gerade drauf? Okay. Feuergefecht. Kann ich mir das Feuergefecht so vorstellen wie in Call of Duty oder anders? Bergung. Begegnung. Elimination, Begegnung, Vitronsbahnhof. Okay. Ah. So kann ich also da drauf zurückswitchen. Ah. Okay, das kennst du nicht. Ja, dann wäre es ja sinnvoll, sinnfrei, wenn wir das einfach machen, wenn wir beide das eigentlich spielen könnten, oder nicht? Weil rein theoretisch müsste doch das funktionieren. Ach, das sind nur Runden. Ah, okay, jetzt verstehe ich es gerade. Also die geht hier noch 18 Minuten. Die geht noch 33 Minuten, die geht noch 8 Minuten, die geht noch 3 Minuten oder wie. Und die hier noch 28. Also ist das immer so eine halbe Stunde basierend. Mahlzeit, grüße dich und erstmal herzlich willkommen. Auch an dich. Wir machen gleich kurz eine kurze Unterbrechung, aber es geht in den nächsten anderthalb Stunden dann weiter. Weil ich gleich kurz einmal weg muss, ne? Auch an dich, der da gerade zugeschaltet hat, wenn du irgendwelche Tipps und Tricks hast, okay, schon wieder weg, brauche ich gar nicht weiterlabern. Ah, okay, das ist gut zu wissen, das ist gut zu wissen. Vorsicht, du hast keine Waffe dabei. Ah, okay, das ist ja also mein Unterschlupf. Ja, eigentlich müsste ich doch. Warte mal. Guck mal, Digga, siehst du das? Dieses mit diesem roten Kreuz, mit diesem roten Schlüssel dran. Also mit den roten Vorhängen geschlossen. Ne, hier ist Sammlung. Hier ist Ausrüstung. Und das in der Mitte. Siehst du das? Okay, unten im Keller kann ich neu machen. Zerlegen. Okay. Pass auf, wir gehen jetzt. Wo ist denn hier der Keller? Ah.
okay, also ich kann die auch kaufen. Okay, nein. Allgemein. Premium Packs. Okay. Von draußen. Ja, Mahlzeit. Grüße euch beide, die da recht herzlich zugekommen sind. Auch an euch beide. Ich müsste gleich einmal ganz kurz weg, deswegen unterbrechen wir auch den Stream hier. Ist das hier der Keller? Weil wir gehen ganz kurz in den Keller rein und dann pausieren wir hier quasi. Also ich mache dann den Stream hier aus, dass ich dann kurz zu meinen Kollegen los kann, weil ich bräuchte gut anderthalb Stunden. Also 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück. Ne, nur, dass ihr erstmal Bescheid wisst. So. Weil Höflichkeit ist, wenn man das ja Bescheid sagt. So. Der andere Keller? Neben der Treppe? Warte mal. Nein? Oder meinst du den hier? Weil sonst ist hier keiner, außer der hier. Hier ist ja der Eingang. Oder meinst du den hier? Weil dann komme ich wieder zu dem. Und wieder hier hin. Geil. Geil. So, warte. Von vorne. Okay, warte mal. Wir laufen jetzt einfach mal außen rum. Da, 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 da. Ui. Ui. Tu mal so, als kommen wir von hier. So, jetzt sind wir hier vorne. Bestimmt hier rein. Hä, welches das Ding das? Hä? Meinst du das hier? Nee, oder? Da, meinst du das hier? Ah. Okay. Wenn du eine Waffe zum ersten Mal findest und oder herstellst, wird sie hier angezeigt. Blaupausen werden auch angezeigt, wenn du welche bekommst. Okay, alles klar. Ah! Okay, jetzt weiß ich auch, was du meintest. Also die Waffen, die hier alle hängen, die habe ich schon alle, oder was? Weil da müssen ja das mehr Waffen gewesen sein aus den PlayStation Add-ons, als da angegeben haben. Die haben nur drei angegeben. Ein Sturmgewehr, ein Scharfschützengewehr und ein DMR. Und hier sehe ich MPs, Pistolen, MPs, Schrotflinte, Sturmgewehr, Sturmgewehr. Nix. DMR. Ja, könnte man als MP nehmen. MP, Sturmgewehr. DMR, Schrotflinte, LMG, MP, Sturmgewehr. Okay, könnte man auch als LMG verwenden. Die K98, so oder so. Die Farmers, die sagt mir gar nichts hier. Die hier, die da. Die M16, nochmal die K mit dem Visier. Dann die Tundra. Hier die abgesägte Schrotflinte. Die Renetti. Das, die Spass 12, das LMG, Schrotflinte, Type 25, LMG, LMG, LMG.
Okay, ich muss gucken, ob ich die bauen kann. Pass auf, wir machen das so. Wärst du denn dann später, also wenn ich wieder da bin und dir eine WhatsApp schicke, wärst du denn dabei, wenn ich das dann weitermache? Weil ich würde dann hier erstmal sagen, lass uns erstmal pausieren, dass ich zu meinem Gärtner komme. Nicht, dass er noch frustriert ist, warum ich nicht auftauche, weiß ich meine. Und ja, wärst du dann später dabei noch oder? Ja, okay. Ne, dann mach du dir was zu essen. Dann dir gleich noch erstmal einen guten Appetit. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt erstmal los und beende dann erstmal den Stream. Ne, aber wir bleiben hier vorne stehen. Dann müsst ihr doch dann auch direkt stehen bleiben, wo ich aufhöre, ne? Oder warte mal, muss ich das speichern? Spiel. Aber wenn ich wieder da bin, versuche ich dich mal wieder einzuladen. Ja, okay, das ist ja nicht so das Problem, ne? Weil von hier oben dann wissen wir, weiß ich ja dann, wo ich dann hin muss. Ne? Dann würde ich erstmal sagen, ich mache mich jetzt noch mal los. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder. Oder in einer guten anderthalb Stunden. Ja? Dann würde ich sagen, bis gleich und so.